Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Nachdem wir uns nun den Charioteer Tier 8 Jagdpanzer bei den Briten für das Oberner Spitze Event angeschaut haben, schauen wir uns heute nun den Tier 9er an und das ist der Conway. Und wie auch schon in den Kommentaren festgestellt wurde, der ist im Grunde so ein bisschen das Bindeglied zwischen der Charakteristik bis zum 8er und dann der Charakteristik des 10ers, also das ist Stage 2. Und das ist schon von der Spielweise definitiv was anderes, als wir vom Charioteer kennen. Allein schon was Mobilität angeht, was Größe angeht, aber wir haben auf diesem Panzer auch, oder auf diesem Jagdpanzer, zwei Kanonen, die uns zur Auswahl stehen. Und im ersten Replay, was ich euch hier zeige, spielen wir ihn mit der, ich sag mal, kleinen Kanone. Und zwar mit der 120mm Kanone. Man könnte auch sagen, das ist die DPM-Kanone. Denn diese Kanone hat auf jeden Fall deutlich mehr Schaden pro Minute Output als die große. Aber zu dem Vergleich zwischen großer und kleiner Gun komme ich noch. Jetzt gucken wir uns aber erstmal generell den Panzer an. Also der Conway, wie gesagt, sehr groß. Er hat, ich sag mal, eine eingeschränkte Mobilität. Top Speed 40, rückwärts 15. Er hat 10 Grad Gun Depression. Die hat er früher noch nicht gehabt. Er hat vor 2 Jahren, glaube ich, mal so einen Buff bekommen. 1500 Hitpoints, 380 Meter Sichtweite. Ein Tarnwert, der im Grunde auf nicht vorhanden ist. Das liegt an seiner Größe einfach. Und die Panzerung, naja, die ist nicht scheiße, aber die ist auch definitiv nicht gut. Die ist ein bisschen komisch, sag ich mal. Also grundsätzlich habt ihr eigentlich als 8er, 9er und 10er keine Probleme, den zu durchschlagen. Aber es gibt irgendwie so, keine Ahnung, so Kanonenblende, knapp unter der Kanonenblende, so Bereiche. Da kommt der tatsächlich auf effektive Werte auf fast 300 mm. Beziehungsweise an manchen Stellen sogar 340 an der Kanonenblende. Aber ansonsten, der flache Turm in der Front hat effektiv gerade mal 130, 140 mm. Die Oberwanne kommt ungewinkelt, wenn wir gerade zu ihm stehen, auf 110, 112 mm. Also, er ist kein Panzerungswunder und ist aber irgendwie doch manchmal irgendwie trollig. Manchmal denkt man, wieso komme ich da jetzt nicht durch? Er hat auf jeden Fall mehr Panzerung, auch nominell, als der Stage 2, als der 10er. Also wenn ihr den 10er seht, der hat glaube ich nur 14 mm, da kommt ja nochmal ein extra Video, da könnt ihr einfach mit HE durchschlagen und gib ihm. Die Kanone, die wir hier sehen, die 120er, damit hat er auch einen voll drehbaren Turm. Das heißt, ihr könnt wirklich den Turm einmal rundherum drehen. Mit der großen Kanone hat er das nicht. Die 120er kommt auf eine Stockgenauigkeit von 0,32 bei einer Einzielzeit von 1,9 Sekunden. Durchschlagskraft 259 auf der Standardmunition. Das ist AP, die Premium hat 326, das ist APCR. Damit hat er ein Alpha auf beiden Munitionstypen von 400. Und die HE, auch wenn das die kleine Kanone ist, auch die HE-Munition ist auf dem interessant, denn die hat eine Durchschlagskraft von 120 mm. Und kommt damit auf einen Alpha von 515. Nachladezeit 7,8 Sekunden. Damit hat er eine DPM von über 3000 Schadenspunkten pro Minute. Also ja, das ist halt die DPM-Kanone. Und die ist auch nett zu spielen. Gerade weil sie dem Conway dahingehend so ein bisschen entgegenkommt, dass er halt groß ist, einen schlechten Tarnwert hat. Und aufgrund der Genauigkeit kann man sie aus, sage ich mal, eher vielleicht der zweiten oder dritten Reihe spielen, wo man vielleicht nicht unbedingt aufgeht, dass wir hier nicht gespottet werden, liegt einfach an dem umgestürzten Baum. Denn als Frontschwein ist es halt tatsächlich schwierig mit dem Conway, da er, wie gesagt, nicht die Panzerung hat. Da muss man schon das Fingerspitzengefühl besitzen, um zu wissen, wann man jetzt rausfahren kann und den Schutz setzen kann. Und man sollte definitiv auch nicht derjenige sein, der den Schaden tankt. Das ist nicht eure Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe, wenn dann der Heavy tankt. Also eure Aufgabe ist der Support, beziehungsweise einfach vorne mitrollen und gucken,
wenn man die Schüsse ansetzen kann. Aber das ist tatsächlich dann auch eher eine Aufgabe für die große Kanone. Und das schauen wir uns dann im zweiten Replay an. Diese Kanone hier ist, wie gesagt, eher dafür gemacht, aus der zweiten oder dritten Reihe den Support zu liefern. Das ist auch gerade am Anfang nicht ganz so schwer, beziehungsweise ist auch nicht ganz so blöd, weil man mit der Mobilität eh nicht schnell in kritische Positionen kommt mit dem Panzer. Und von daher lieber andere Fahrzeuge vorschicken sollte. Allerdings, und das werden wir auch noch mal, oder werde ich auch noch mal bei der großen Kanone dann erwähnen, die große Kanone bereitet natürlich um ein Vielfaches mehr auf den Stage 2 vor. Rein von der Charakteristik, wie man die spielt, aber auch von der Munitionsauswahl, ist die große Kanone, das ist dann also die 5,5-Inch Kanone, ist sie von der Charakteristik her und einfach von der Art und Weise schon ein deutlicher Schritt hin zum Stage 2. Wohingegen die Kanone, naja, die kann man auch nicht wirklich mit der Charioteer-Kanone vergleichen. Gerade auch die Einzielzeitwerte sind um Längen besser auf dieser kleinen Kanone. Aber sie ist halt einfach vom Alpha her und grundsätzlich, was das angeht, auch von den Durchschlagswerten her sehr, sehr ähnlich zur Kanone vom 8er. Das ist, um das vielleicht so einen Ticken vorwegzunehmen, die Entscheidung oder den Hinweis, welche Kanone man nun spielen sollte, das ist ein bisschen schwierig. Das kommt so ein bisschen auf eure Spielweise drauf an. Ich würde euch empfehlen, probiert die Kanone ruhig mal beide aus. Sie können beide sehr witzig sein. Vor allen Dingen natürlich die große Kanone. Und das werden wir jetzt auch gleich in der zweiten Runde sehen. Die ist halt wirklich was komplett anderes als diese typischen Standardkanonen, wie man sie halt kennt. So, ich weiß gar nicht, es steht 14-10, einer lebt noch. Den Borsig haben wir schön mit HE, glaube ich, gerade eine reingedrückt. Und insgesamt war das hier auch eine gute Verteidigungsrunde da auf der Happy Lane. Das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Es war sehr viel APCR dabei, ja. Ich wollte aber in der Situation einfach sicherstellen, dass ich den Schaden mache und dass die Heavys uns da nicht spotten und uns da rausdrücken. Denn die Gefahr wäre oder war sehr, sehr hoch, dass wenn wir einmal da oben gespottet sind, wir die Position nicht nochmal anfahren können. Und deswegen war es mir wichtig, da die Gegner auch auf Distanz zu halten, dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen, da rein zu pushen. So, hier der Konvoi übrigens, der Gegner-Konvoi, der hat die große Kanone. Klar, mit Traden ist blöd, weil er natürlich deutlich mehr Alpha hat, aber er hat den deutlich längeren Reload. Und das kann man halt dann ausnutzen, wenn man gegen einen Konvoi spielt, der die große Kanone drauf hat. Noch fix zur Auswertung, bevor wir gleich in die zweite Runde springen. Das Ganze war hier eine zweite Klasse. Wir machen insgesamt fast 5000 Schadenspunkte, 5 Kills. Warum ist das jetzt nur eine zweite Klasse und vor allen Dingen, warum sind das jetzt nur knapp über 1000 Erfahrungspunkte, obwohl wir doch den Schaden doch auf größtenteils auf kurze Distanz gemacht haben? Das kann ich relativ einfach erklären. Das liegt vermutlich daran, dass wir uns den Schaden nicht selber gespottet haben, denn wir standen ja hinter diesem Doppelbusch bzw. diesem umgefallenen Baum und deswegen haben wir uns die Heavies, also den Schaden, den wir da gemacht haben, auch nicht selber gespottet und dementsprechend gibt es da auch XP-Malus. Dazu kommt natürlich am Ende noch, dass wir auf 8er, 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 9er, 8er, also wir haben zusätzlich zu diesen ganz vielen Schadenspunkten den meisten Schaden davon fast nur auf 8er gemacht. Und ja, ihr wisst es, wenn man als 9er oder als Panzer Schaden auf einen Panzer macht, der unter uns von der Tierstufe steht, also in dem Fall auf 8er, dann bekommt man auch nochmal XP-Malus. Und das ist der Grund, warum wir hier trotz des sehr hohen Schadenswertes nur mit knapp 1000, über 1000 Basiserfahrungspunkte nach Hause gehen. Insgesamt wäre es eine Minusrunde gewesen, wenn wir den Tagessiegbonus hier nicht gehabt hätten. Es war wirklich ein massiver Einsatz von Premium-Munition und ja, es gab ja noch einen Tagessieg-Bonus oder irgendeinen Bonus mit XP obendrauf, also insgesamt sind es 7500 Erfahrungspunkte. Los geht es in die zweite Runde mit dem Konvoi und diesmal der großen Kanone, also der 5,5-Inch-Kanone. Die gucken wir uns direkt mal an. Standard-Munition ist auch AP bei dieser. Mit 260 mm Durchschlagsleistung und einem Alpha von 600. Das heißt, erhöhter Alpha
1 mm mehr Durchschlagskraft, aber natürlich auch eine Genauigkeit, die deutlich schlechter ist, 0,38, und auch eine Einzielzeit, die deutlich schlechter ist, nämlich von 2,4 Sekunden. Und jetzt kommen wir zu dem angesprochenen Punkt, dass diese Kanone viel, viel besser auf den Stage 2 vorbereitet als die andere, als die 120 mm Kanone. Denn diese Kanone hat als Premium-Munition Hash mit einer Durchschlagsleistung von 200 mm und einem Alpha von 770. Das heißt, ja, es ist eine leichte Trollgun. Sie ist nicht so schlimm oder ja, also wirklich nicht so schlimm wie die auf dem 10er, aber die Charakteristik ist halt zu erkennen und Wargaming bereitet damit den Spieler halt auf die 10er Kanone vor. Auch was die HE-Munition angeht, denn die Standard-HE kommt gerade mal auf 70 mm Durchschlagskraft, der gleiche Alpha wie bei der Hash. Aber man versteht es halt nicht so ganz, denn das Kaliber steigt, aber die HE hat auf einmal nur noch 70 mm Durchschlagskraft. Also Wargaming will den Spieler auch hier so ein bisschen dahin schubsen, dass er doch gar nicht erst anfängt, die Standard HE zu spielen, sondern direkt dann auf die Hash umsteigt, was natürlich in einem höheren Credit einen höheren Creditkosten mündet. Die DPM sinkt auch auf dieser Kanone und zwar auf 2500. Das heißt, der Alpha steigt zwar, aber der Reload geht in einem höheren Maß runter oder besser gesagt steigt. Die Nachladezeit steigt in einem höheren Maß, als es der Alpha tut. Dementsprechend haben wir hier eine Nachladezeit von Stock von 14,4 Sekunden. Auch das ist von der Charakteristik halt das, was wir dann auch vom 10er kennen. So, hier schöner Treffer in die Seite des WZ. Natürlich mit der Genauigkeit relativ glücklich, aber dann haben wir mit der Hash ihn in die Seite durchschlagen und natürlich macht man damit deutlich mehr Alpha. Wann sollte man denn nun mit der Premium-Hash ankommen? Das ist so ein bisschen wie beim Chariot-Tier. Der Schuss hier ist übrigens richtig dumm gewesen von mir. Auf weiche Ziele, ja, also Mediums, wo ihr wisst, dass ihr mit 200 mm durchschlagen könnt. Oder halt auch Lights, klar. Oder wenn ihr halt wisst, dass ihr den Gegner flankieren könnt, dann ist halt die Hash die Wahl der Stunde. Es ist also anders bei der Premium-Munition auf diesem Panzer, als wenn man es vielleicht sonst mit irgendeiner Heat- oder APCR kennt. Denn dort ist es halt immer genau so, dass man eher auf harte Ziele die Premium einsetzt. Aber das habe ich ja auch schon thematisiert mit dem Chariot hier. Ansonsten auch noch eine Erwähnung. Der Panzer oder hat mit dieser Kanone keinen volldrehbaren Turm, sondern er kann den Turm nur 90 Grad nach links und nach rechts drehen. Und auch das bereitet im Grunde schon so ein bisschen auf den Stage 2 vor, der ja ähnlich gelagert ist. Der bekommt die Kanone auch nur, übrigens auch hier wieder ein blöder Schuss von mir, auch nur nach links und rechts jeweils 90 Grad. Gucken wir uns aber jetzt nochmal kurz die Vergleichstabelle an mit dem vom Conway. Schade, hier hatte ich auch den Reload. Vom Conway mit der kleinen Kanone und mit der großen Kanone, was denn noch so eventuell die Unterschiede sind. Es ist, wie angesprochen, die DPM. Es ist der Alpha-Schaden auf den, in Anführungsstrichen, normalen Granaten. Die Durchschlagsleistung haben wir uns angeschaut. Auch die Genauigkeitswerte und die Einzielzeitwerte haben wir uns angeschaut. Also hier kann man nur sagen, klar, die große Kanone deutlich ungenauer mit einer deutlich schlechteren Einzielzeit. Die Softstats übrigens auf den beiden Kanonen sind im Grunde identisch. Also in der Bewegung sind sie identisch, in der Wanddrehung sind sie identisch. Nur in der Turmdrehung ist die kleine Kanone ein Ticken besser als die große Kanone. Top Speed bleibt gleich, allerdings ist das Leistungsgewicht mit der großen Kanone etwas besser. Das liegt daran, dass die einfach ein bisschen leichter ist. Sie ist halt auch kürzer, wie ihr seht. Und damit wird das Leistungsgewicht minimal besser. 18,99 PS pro Tonne zu 18,62. Die Drehgeschwindigkeiten mit der kleinen Kanone werden dadurch, also die effektiven Drehgeschwindigkeiten werden dadurch auch ein bisschen schlechter, einfach durch das höhere Gewicht. Aber das ist, glaube ich, zu vernachlässigen. Und der TAM-Wert, er ist grundsätzlich scheiße und er ist mit der kleinen Kanone halt nach dem Schießen etwas weniger scheiße als mit der großen Kanone, aber wirklich im Grunde vernachlässigbar.
wann sollte man denn nun die große oder die kleine spielen? Und das habe ich ja auch schon im ersten Replay angesprochen, warum du mit der Schuss übrigens hier bounced. Naja, sehr ärgerlich. Es hängt so ein bisschen von eurer Spielweise ab und von eurem Geschmack. Wenn ihr also jemand seid, der relativ aggressiv spielt und eh immer erste oder anderthalb Reihe steht, also relativ nah am Gegner seid und ihr ein gutes Gefühl dafür habt, abzuschätzen, wann man denn wirklich jetzt rausfahren kann und einen Schuss setzen kann und dann auch wirklich die Geduld habt, dort diese 14,4 Sekunden im Reload rumzustehen und auch durchaus mal gewillt seid, die Hash-Munition da einzusetzen, also die Premium, dann nehmt die große, ja. Die kann lustig sein, ein 600er Alpha damit zu traden ist schon ganz nett, da überlegt sich der Gegner auf jeden Fall ein zweites Mal, ob er sich nochmal so eine Kelle fängt, das ist logisch. Das geht natürlich mit der kleinen Kanone nicht in dem Maße. Die kleine Kanone ist eher was, wo man aus der zweiten Reihe spielen kann oder vielleicht auch aus der 2,5 Reihe. Das lässt die Genauigkeit der Kanone halt zu, ja. Das könnt ihr mit der halt machen. Und dementsprechend ist sie dafür eher gedacht, halt dieses klassische, ja ich sag mal klassisches TD-Gameplay, obwohl der Conway kein klassischer Jagdpanzer ist. Das ist er nicht, einfach aufgrund seines Aussehens, von seiner Struktur. Der Tarnwert ist Krütze, der ist nicht vorhanden und deswegen passt von der Charakteristik des Panzers eher die große Kanone zu ihm, zumal sie halt auch definitiv den Spieler darauf vorbereitet, wie man dann halt den FV spielt. Aber wenn ihr sagt, okay, ich komme damit nicht klar, ich will die Linie am Ende durchhaben oder ich stehe trotzdem hinten rum, dann nehmt die kleine Kanone mit. Der Alpha und die DPM sind auch nicht so schlecht und vor allem die Durchschlagswerte sind auch, das heißt schlechter, die sind nicht schlechter. Ihr habt vor allem die Möglichkeit mit der APCR auch gegen harte Ziele da zu arbeiten. Die Runde hier insgesamt, naja, was soll ich sagen, auf der Wasserlinie nicht viel gerissen. Der Schuss vom Objekt, Version unfair, der war völlig unnötig und jetzt sind wir hier im Prinzip dabei, irgendwie uns zu verteidigen. Aber, dass wir hier die Runde noch gewinnen, ist ziemlich aussichtslos. Da hinten steht noch ein Full-HP-Mäuschen rum. Ja, was soll ich sagen? Wir werden zwar hier den AMX noch rauskriegen. Der übrigens hätte schon tot sein können mit dem ersten Schuss, wenn wir denn nur den ganz am Anfang den Schuss, als wir uns hier in die Position begeben haben, am Turm nicht unglücklich gebounced hätten. Aber der Turm, klar, zum Bouncen beim AMX, das kann halt passieren. Die Anzeige war grün, also rein von den Durchschlagswerten hätte es hier gereicht, dazu durchschlagen. So, Mäuschen in die Turmseite. Er dreht den Turm kurz vorher nochmal und dementsprechend wird es hier kein Durchschlag. Unser Light geht raus und jetzt bin ich hier alleine gegen vier Gegner sogar. Und ja, haben nur noch 460 Hitpoints, also selbst für das Mäuschen sind wir hier ein One-Shot. Ich mache mal ein bisschen Zeitbeschleunigung. Ihr seht auch die Sichtweite von 380 Metern Stock. Die hilft uns jetzt hier auch nicht wirklich weiter. Wir wären eher gespottet, als dass wir irgendjemanden spotten. Hier noch hektisch den Schuss veraimt, aber ja, wir haben ein bisschen Gewicht, ne? Der Panzer wiegt ungefähr 50 Tonnen, knapp über 50 Tonnen. Und dementsprechend können wir uns hier den Kill auf dem PTA noch holen. Sehr, sehr nice. Aber am Ende grillt uns hier die Arti. Die Links mit den ganzen Infos zum oben an der Spitze Event packe ich euch auch nochmal mit in die Videobeschreibung. Außerdem, ja, ich erwähne es jetzt schon mal, weil ich glaube, das Video dann zum Stage 2 kommt ein bisschen zu spät. Aktuell gibt es auch den 3D-Skin für den Stage 2 zu kaufen. Das ist dieser hier, das läuft jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, also am 29.07., wo ich das Video aufnehme, noch 4 Tage. Also das Video kommt geplant am Freitag raus. Da habt ihr also noch die Möglichkeit, euch diesen 3D-Skin zu kaufen. Den gab es ja, glaube ich, erst vor kurzem kostenlos erspielbar in dem Highway Rock Event oder wie das hieß. Wargaming verkauft den Skin, wirklich nur den Skin, für 18,86 €. Und da muss ich wirklich sagen, also wenn ihr nicht große Liebhaber vom Stage 2 seid, dann spart euch das Geld. Denn das ist der Skin meiner Meinung nach am Ende dann nicht wirklich wert. Ich sage ja immer, dass ich es gut finde, dass Wargaming zusieht, auch die Monetarisierung auf solche optischen Sachen umzustellen. Ja, aber einen 3D-Skin für einen
für das Geld, wo ich ein 6er oder 7er Premium bekomme. Also, na, nee, zumal der erst gerade vor kurzem kostenlos erspielbar war. Deswegen überlegt euch das wirklich gut. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal erwähnt haben. Wie gesagt, alle Links bekommt ihr auch unten in der Videobeschreibung. Zur Auswertung, Niederlage, wir machen insgesamt 4000 Schadenspunkte, 4 Kills, das meiste sogar mehr, diesmal auf größere Distanz. Dafür ist die Kanone eigentlich nicht gemacht. Wir haben aber gesehen, es kann schon funktionieren, wenn man ihr ausreichend Einzielzeit gibt. Es war sehr viel Hash dabei, dementsprechend mit den Verbrauchsgütern wird das auch hier ein großer Minusbetrag. Also damit müsst ihr euer Rechnen auch dahingehend, bereitet euch halt Wargaming schon entsprechend auf den Tier 10er vor. Insgesamt 888 Erfahrungspunkte und eine Runde, die jetzt, sage ich mal, rein von den Schadenswerten nicht so schlecht ist. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck vermitteln zum Convey mit der großen und mit der kleinen Kanone, euch vielleicht eine kleine Entscheidungshilfe gegeben. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Video geholfen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf YouTube hier als Kanalmitglieder und drüben auf Twitch als Subs. Das sind Thomas, Xynam, Irondal, Kuleketö und Parsival. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.